Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 69, Antrag Aktuelle Stunde der Freien Demokraten, Schulabsolventen Ausbildungsbetriebe eine Perspektive geben, duale Ausbildung in der Corona-Krise stärken. Wo ist Al-Wazirs Ausbildungsoffensive? Gemeinsam mit dem Antrag der FDP betriebliche Ausbildung in der Corona-Krise stärken. Das ist 2035-09 und 2030-3000. Und es beginnt der Kollege Dr. Stefan Haas, FDP-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Junge haben meine Eltern gesagt, mach eine Ausbildung, das ist etwas Solides im Lebenslauf. Und ich glaube, sie haben Recht behalten, daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich glaube, wir haben mit der dualen Ausbildung in Deutschland, aber auch in Hessen wirklich etwas Wunderbares. Die duale Ausbildung hat zu Recht einen exzellenten Ruf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber wenn Sie sich dieser Tage die Bertelsmann-Studie anschauen, die Sie alle bekommen haben, dann wird sich dieses Bild etwas eintrüben. Denn hier sagen 60% der Auszubildenden, dass sich die Ausbildungsplatzchancen durch Corona verschlechtert haben. Und 50% sind der Auffassung, dass die Politik zu wenig tut für Auszubildende. Ich glaube, dass dahinter nicht nur gefühlte Wahrheiten sprechen, sondern auch Fakten. Und wenn Sie sich die Arbeitsmarktzahlen mal anschauen, dann können wir für den August 2020 hier in Hessen feststellen, wir haben fast 8.000 unversorgte Bewerber bei den Ausbildungsplätzen und wir haben damit 14,3% mehr als im Vorjahr. Wir haben aber auch 8,4% weniger Ausbildungsplätze. Und das ist das entscheidende Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, es stimmt, es gibt nach wie vor Ausbildungsberufe, wo es natürlich mehr Stellen als Bewerber gibt. Aber wenn Sie Reiseverkehrskaufmann werden wollen, dann werden Sie nicht Bestatter. Und wenn Sie Fotograf oder Eventmanager werden wollen, dann nützt Ihnen auch die offene Stelle beim Hufschmied oder beim Elektroinstallateur wenig. Und wenn ich mir so die Webseite des Ministeriums dazu angucke, dann sagt sie das genau auch. Da heißt es nämlich, alle sollen nach ihren Talenten und Neigungen den Weg in ihren Beruf finden. Das denken wir Freie Demokraten auch. Und deswegen gibt es im Moment zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass Corona natürlich alle Ausbildungsmessen, Infoveranstaltungen und auch Orientierungswochen verhagelt hat. Und das ist ein schleppender Prozess, der jetzt nachgeholt wird. Und ich bin den beiden Kammern sehr dankbar, dass jetzt auch im September noch Ausbildungsverträge abgeschlossen werden können. Dieses Problem ist erkannt. Aber was fehlt, und das ist das zweite Problem, das ist die Ausbildungsoffensive bei den Betrieben, und zwar bei denen Betrieben, die unter Corona leiden. Das sind die Reisebüros, das ist die Veranstaltungsbranche, das ist die Gastronomie, die Clubs. Die, die jetzt um die Existenz bangen, die schaffen im Moment auch keine Ausbildungsplätze, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der hessische Wirtschaftsminister hat ja lange auf den Bund gewartet. Er wartet ja immer auf den Bund und hat auch diesmal auf den Bund gewartet. Und der Bund hat auch reagiert. Er hat mal wieder die Gießkanne ausgepackt. Und er fördert ja jeden Ausbildungsvertrag in Deutschland mit 2.000 € und jeden zusätzlichen Ausbildungsvertrag mit 3.000 €. Ich frage mich, warum eine Versandapotheke, die im Moment brummt, oder der berühmte Plexiglashersteller, den der Wirtschaftsminister immer nennt, warum dieser Betrieb noch gefördert werden muss. Denn der Azubi läuft im Moment in Sonderschichten zur Hochform auf, weil die Firma ja brummt. Warum man das noch fördern muss mit der Gießkanne, ist mir nicht ganz klar. Ich dachte, wir wollen gemeinsam die wirtschaftliche Struktur in Hessen erhalten. Und wenn wir die wirtschaftliche Struktur erhalten wollen, dann müssen wir auch die Struktur der Ausbildungsplätze erhalten. Also gerade in den Bereichen, die jetzt eben keine Ausbildung anbieten, bei den Reisebüros oder beim Messebauer. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage es auch gleich vorweg. Es gibt eine Menge an Instrumentarien. Der Minister wird es gleich wieder aufzählen. Wir haben nichts gegen eine Ausbildungsplatzförderung für Hauptschüler speziell. Wir haben auch nichts gegen den Zuschuss für die Benachteiligten. Das ist prima. Gibt es übrigens seit 2018 für die Abbrecher, die Nachvermittlung. Das ist alles in Ordnung.
Aber was wir jetzt brauchen, ist eine besondere Förderung der notleidenden Betriebe und nicht eine besondere Förderung eines ganzen Ausbildungsjahrgangs. Denn dieser Ausbildungsjahrgang 2020, 2021 ist nicht schlechter als die Ausbildungsjahre vorher. Es gibt eben nur weniger Ausbildungsplätze. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie für die Solo-Selbstständigen nichts tun wollen, das habe ich gestern wieder gemerkt bei der Demonstration. Wir haben 20 Minuten rumgeeiert, alles zu erklären, am Ende keine Antworten geliefert. Aber dass Sie für die Ausbildungsplätze in diesen Betrieben nichts tun wollen, das ist mir neu und das kann ich auch so nicht hinnehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregierung wird jetzt gleich auf die 11 Millionen zu sprechen kommen, die sie ja eingesetzt hat, um Ausbildungsvorbereitungsplätze hier zu schaffen. Das ist in Ordnung und es mag auch gezielt sein. Wie gesagt, wir haben nichts gegen die besondere Förderung von Hauptschülern, aber es ist nicht der Schwerpunkt und es kann eine Offensive im anderen Bereich nicht ersetzen. Wir haben als Freie Demokraten mit unserem Antrag vorgeschlagen, das erste Jahresgehalt bei Betrieben, die notleidend sind, das sind die, die einen Umsatzeinbruch von mehr als 60% haben, dieses Ausbildungsgehalt für ein Jahr komplett zu ersetzen. Wir glauben, dass wir damit neue Ausbildungsplätze schaffen können, denn im Moment haben wir zu wenig. Und wir glauben, dass wir damit das Problem an der Quelle bekämpfen und nicht die notleidenden Symptome dann entsprechend bekämpfen. Ich glaube, dass Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Genau am Ende. Ich glaube, dass es richtig ist, nicht so viele Personen in diese Übergangssysteme zu stecken, das steht nämlich auch auf Ihrer Homepage, sondern am Ende einen Ausbildungsplatz und nicht einen Ausbildungsvorbereitungsplatz zu schaffen. Und dem dient unser Antrag. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Das Wort hat der Abgeordnete Heiko Scholz, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! In der Tat ist zu erwarten, dass die durch die politischen Zwangsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie induzierte Wirtschaftskrise auch am Ausbildungsmarkt nicht folgenlos vorübergehen wird. Die Corona-Pandemie verschärfte sich vielmehr die ohnehin angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt, aus dem Ausbildungsmarkt. Nachfolgend die Daten, die stammen hier noch aus dem April. Diese haben sich ja noch bis heute, Dr. Naas sagte es bereits, noch einmal verschlechtert. Damals war der Rückgang der gemeldeten Ausbildungsstellen um 2.100, also 6,5%. Jetzt ist also erheblich mehr. Rückgang der Bewerber um 2.700, im April schon, also um 7,8%. 31.527 standen an dem Stichtag Bewerbern. Von 31.527 Bewerbern standen 30.652 Ausbildungsstellen gegenüber. 1.020 weniger Personen als im Vorjahr konnten überhaupt einen Ausbildungsplatz finden, also ein Rückgang um 15%. Bis zum Jahr 2030 fehlen auf der anderen Seite in Hessen laut Kultusministerkonferenz rund 1.200 Berufsschullehrer. Allein in diesem Jahr liegt die Zahl bei 380. Eine erschreckende Entwicklung, meine Damen und Herren. Wo bleiben denn jetzt die Maßnahmen der Landesregierung, um diese umzukehren? Außer Lippenbekenntnissen, Herr Al-Wazir, und auch von Professor Lorz, ist da nichts von Ihnen zu entnehmen. Gerade unser Modell der dualen Ausbildung wird weltweit bewundert und zu kopieren versucht. Es begünstigt eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit und verhilft der deutschen Volkswirtschaft zu den von ihr dringend benötigten qualifizierten Fachkräften. Was tun Sie zu deren Erhalt? Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie verschärfen die bereits bestehenden Probleme, weil sich Firmen aufgrund der wirtschaftlich unsicheren Lage aus dem Ausbildungsmarkt zurückziehen, Bewerber und Betriebe aufgrund ausgefallener Berufsorientierungsmessen noch schwerer zueinander finden, Unterricht, wenn überhaupt, überwiegend nunmehr in digitaler Form stattfindet und Praktika aufgrund diverser Hygieneauflagen nicht durchführbar sind. Das alles geht direkt zulasten künftiger Generationen. So schreibt
etwa Ludger Wössmann, Chef des IFO-Zentrums für Bildungsökonomie, Zitat, geht etwa ein Drittel eines Schuljahres an Lernen verloren, so geht dies über das gesamte Berufsleben gerechnet im Durchschnitt mit rund 3 bis 4% geringerem Erwerbseinkommen einher. Das bedeutet Geldeinbuße durch Corona. Gerade die dem Virenschutz geschuldete Reduzierung bis hin zum kompletten Ausfall der praktischen Unterrichtseinheiten, die sich eben nicht per digitaler Fernlehre ersetzen lassen, führt zu eklatanten Fähigkeitsdefiziten bei den Auszubildenden, welche im Nachgang nur schwer beseitigt werden können. Was also ist zu tun? Gesunde und unverschuldet in die Krise geratene kleinen und mittelständischen Unternehmen sind selbstverständlich gezielt finanziell zu unterstützen. Schließlich sind Staat und Politik durch die beschlossenen Pandemiebekämpfungsmaßnahmen für die Aussetzung ihrer Tätigkeiten und ihrer Gewinne ursächlich. Der Rückzug dieser Betriebe, welche das Herzstück der deutschen Volkswirtschaft darstellen, aus dem Ausbildungsmarkt wäre, wenn dies auch nur temporär geschehe, von verheerender Wirkung. Es gilt, eine Generation Corona um jeden Preis zu verhindern, meine Damen und Herren. Gerade die Kleinunternehmen sind es, welche oftmals auch schwächeren Schülern, welche auch ohne Abschluss eine berufliche Chance haben, bieten. In der Anfangsphase der Pandemie mag es politisch und medizinisch geboten gewesen sein, der Ausbreitung des Coronavirus durch die Ergreifung harter Maßnahmen entgegenzuwirken. Für unser Bundesland Hessen ist es jedoch jetzt zwingend erforderlich, dass die Schul- und Ausbildungsträger in Absprache mit den zuständigen Gesundheitsämtern Bedingungen schaffen, welche den Regelbetrieb an unseren Schulen und Ausbildungsstätten sicherstellen. Ich verweise hierzu noch einmal auf meine Ausführungen zur Regierungserklärung des Kultusministers vom vergangenen Dienstag. Welche Bedeutung kommt unseren allgemeinbildenden Schulen dabei zu? Die AfD-Fraktion fordert von Anbeginn, dass eine praxisnahe Bildung und Erziehung im Rahmen der Berufsorientierung sowie des Arbeitslehre- und Werkunterrichts wieder verpflichtend durch Unterrichtsfächer in die Stundentafeln der Sekundarstufe 1 und 2 in allen hessischen Schulen aufgenommen werden muss. Parallel hierzu ist die Ausbildung von Fachlehrern für Arbeitslehre erheblich zu intensivieren, wenn man sich vorstellt, dass 70% des Arbeitslehreunterrichts fachfremd geschieht. Und das ist nicht so hinzunehmen. Dieser für unsere Zukunftsfähigkeit so wichtige Bereich wurde in den vergangenen Jahren vom Kultusministerium sträflich vernachlässigt. In meinen Augen bedeutet eine Perspektive geben nicht zuletzt, dass junge Menschen hinsichtlich ihrer späteren Berufswahl verschiedene Alternativen aufgezeigt werden und sie ihre Anlagen und Begabungen frühzeitig erkennen und entwickeln können. Sehr Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Treffender als Dr. Frank Martin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit, kann man es meines Erachtens nicht sagen. Ich zitiere, junge Menschen müssen so früh wie möglich einen Einblick in die Arbeitswelt und deren vielfältige berufliche Möglichkeiten bekommen. Es ist unsere Aufgabe, dazu den entsprechenden Rahmen zu schaffen und sie auf ihrem Weg bestmöglich zu unterstützen, vor allem dann, wenn Probleme auftauchen. In vielen Branchen werden Fachkräfte zunehmend zur Mangelware. Entsprechend hoch stehen die Chancen für junge Menschen, mit einer dualen Berufsausbildung einen erfolgreichen und zukunftssicheren Weg einzuschlagen. Verehrte Landesregierung, unsere Fraktion ist sehr gespannt auf die Vorlage Ihres Zukunftsplanes. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Birgit Heitland, CDU-Fraktion. Birgit, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Freien Demokraten fordern, Schulabsolventen und Ausbildungsbetrieben eine Chance geben, duale Ausbildung in der Corona-Krise stärken. Liebe Kollegen der FDP, Sie wissen doch ganz genau, dass wir genau das tun, und zwar nicht nur während Corona. Wir haben es vor der Pandemie getan, und wir werden es auch nach der Pandemie tun. Applaus
Die Stärkung der Ausbildung ist nämlich nicht nur ein Krisenmanagement, sondern ein Kernanliegen dieser Landesregierung. Und da hätte übrigens ein Blick in unseren Koalitionsvertrag gereicht, um es dort schwarz auf weiß zu sehen. Denn erst im Januar diesen Jahres hat die Landesregierung gemeinsam mit den Gewerkschaften, den Wirtschaftsverbänden und den Kommunalen Spitzenverbänden und der Bundesagentur für Arbeit die Fortschreibung der Initiative Bündnis Ausbildung Hessen beschlossen. Ich erinnere kurz daran, dass bereits 2015 bis 2019 das Bündnis die Attraktivität der beruflichen Bildung noch deutlich erhöht hat und sie qualitativ weiterentwickelt hat. Die hessischen Unternehmen haben in dieser Zeit das Angebot an Ausbildungsplätzen erhöht, sodass mehr Jugendliche eine duale Ausbildung begonnen haben. Und auch junge Flüchtlinge profitieren von der integrativen Kraft der Ausbildung. So ermöglicht die Landesregierung seit 2018 Auszubildende zusätzliche Deutschförderung und schafft durch die Ausbildungsplatzförderung Anreize für Unternehmen, auch Menschen eine Chance zu bieten, die beispielsweise einen erhöhten Sprachförderbedarf haben, eine andere Ausbildung abgebrochen haben oder auch Altbewerbern. Die duale Ausbildung ist somit nicht nur eine Stütze der Wirtschaft, sondern auch ein Motor für Integration und sozialen Aufstieg. Hinzu kommen der direkte Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte, das Hauptschülerprogramm, Sie haben es erwähnt, Herr Dr. Naas, ein verbessertes Azubi-Ticket und mehr Beratungs- und Begleitungsangebote. Und mit der Fortschreibung dieses Bündnisses bis 2024 bekennen sich die Partner dazu, an diese Erfolge anzuknüpfen und die bestehenden Angebote und Initiativen zu verstetigen und auch auszuweiten. Und ja, meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie schafft viele Unsicherheiten. Wir sind in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und sowohl Betriebe als auch Auszubildende haben natürlich große Schwierigkeiten mit dieser Situation. Aber gemeinsam mit den Bündnispartnern haben wir daher frühzeitig klargemacht, dass die Pandemie die Ausbildungschancen junger Menschen so wenig wie möglich beeinträchtigen darf. Und deshalb bin ich froh, dass eine Ausbildungsumfrage der IHK im Juni 2020 die hohe Ausbildungsbereitschaft der Betriebe aufzeigt. 92% der vor der Krise vorgesehenen Ausbildungsplätze sollen erhalten bleiben. Ja, Sie sprechen von 8% Rückgang. Ich sage Ihnen mal, 92% bleiben. Das ist ja auch zunächst mal eine gute Botschaft bei allen Schwierigkeiten. Und deshalb unterstützen wir in Kooperation mit dem Bund hessische Betriebe bei der Aufrechterhaltung und Erweiterung des Angebots von Ausbildungsplätzen. Während der Bund sich mit Ausbildungs- und Übernahmeprämie vor allem auf das Jahr 2020 konzentriert, haben wir in Hessen die Fördermittel für 2020 als auch für 2021 entsprechend ausgeweitet. Und in diesem Kontext wurden tatsächlich das Hauptschülerprogramm, die Ausbildungsplatzförderung, der Ausbildungskostenzuschuss sowie das Programm Gut ausbilden und das Hessische Perspektivprogramm allesamt aufgestockt und verlängert. Und hinzu kommen noch die zahlreichen Sofort-Überbrückungs- und Liquiditätshilfen sowie Kreditangebote, die den Betrieben bei der Bewältigung der Pandemie unter die Arme greifen und die so letztlich auch Ausbildungsplätze sichern. Abgerundet wird das Ganze durch eine Imagekampagne, zu der auch der Karrieretruck 4.0 gehört und somit auf Ausbildungsangebote aufmerksam macht. Abschließend möchte ich zusammengefasst sagen, erstens, wir bekennen uns zur dualen Ausbildung und haben dies schon zu Beginn der Pandemie klargemacht. Zweitens, wir haben das Bündnis fortgeschrieben und arbeiten an dieser Stelle eng mit den staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren zusammen. Drittens, wir haben Förder- und Unterstützungsprogramme aufgesetzt und erweitert. Und der letzte Punkt, wir evaluieren laufend die Situation und werden, wo immer notwendig, auch aktiv werden, um den Auszubildenden eine gute Zukunft zu ermöglichen, egal ob vor, während oder nach Corona. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Heitland. Das Wort hat der Abgeordnete Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Herr
Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich vor die Klammer ziehen, dass in der Woche, wo wir jetzt über das Thema duale Ausbildung diskutieren, ein neues Ausbildungsjahr begonnen hat und dass wir all denjenigen, die Anfang dieser Woche auch mit der Ausbildung begonnen haben, viel Erfolg und alles Gute für ihren Weg wünschen. Ich glaube, fraktions- und parteiübergreifend, das ist eine Veränderung im Leben und dazu alles Gute und viel Erfolg. Ich selbst kann vor 22 Jahren da ein Liedchen singen, als ich das damals begonnen habe. Aber Corona zeigt auf das Thema duale Ausbildung in der Tat, und da bin ich bei der Aktuellen Stunde, wie ein Brennglas die Probleme auf dem Ausbildungsmarkt, die Fragen von sinkenden Stellenangeboten, eben der Frage auch der Bereitschaft, Ausbildungsplätze anzubieten, bei denen wir in den letzten Jahren immer wieder schon diskutiert haben, sondern wie können wir das denn auch mit unterstützen und fördern, damit auch kleine und mittelständische Unternehmen auch tatsächlich Ausbildungsplätze anbieten, ist etwas, was schwieriger geworden ist und nicht besser wird. Betriebe, die schließen und Ausbildungen eben trotz eines unterschriebenen Vertrages nicht durchgeführt werden können. Die Frage von Insolvenzen, die uns noch in einem anderen Maße in nächster Zeit betreffen werden, und die Frage, wie können wir dort sozusagen Menschen aus der Ausbildung nachher dann auch wirklich eine Chance geben, diese Ausbildung zu beenden. All das sind große Herausforderungen. Und ich will an der Stelle deswegen sagen, meine Damen und Herren, dieses Land kann sich keine Generation Corona auf dem Fachkräftemarkt in unserem Bundesland leisten. Denn ohne Fachkräfte von morgen auch keine Wertschöpfung von morgen, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es richtig, ja, es braucht da mehr als warme Worte und der Betonung, wie wichtig duale Ausbildung ist. Es braucht dort nachher dann auch klar und nicht nur ein Bekenntnis zum Bündnis Ausbildung in Hessen, so richtig und wichtig der Austausch und der Dialog dabei ist, sondern es braucht dann auch konkrete Taten und Unterstützungsleistungen durch das Land. Und deswegen will ich an der Stelle und das am Anfang auch deutlich machen. Wir brauchen das Bekenntnis und die konkrete Unterstützung, so wie sie auch der Bund direkt am Anfang und sehr frühzeitig signalisiert haben, in der Unterstützung der ausbildenden Betriebe, für die die eben nicht Ausbildungsplätze abbauen, sondern sogar vielleicht auch Ausbildungsangebote ausweiten. Von daher, Herr Minister, hätte ich mir mal gewünscht, dass wir nicht immer wieder aus Hessen nur sagen, wir warten mal auf den Bund. Ja, der Bund macht da ganz viel richtig, sondern dass auch mal so eine Initiative aus Hessen herauskommt. Aber offensichtlich warten und schauen, was andere machen, scheint bei Ihnen die Devise zu sein. Da können wir in andere Bundesländer schauen, wie dort mit umgegangen wird. Die Frage, wie in Sachsen Unterstützung von Ausbildungsplätzen sind, wie aber auch andere auch strukturell das Thema mit nutzen und sagen, wie können wir strukturell dauerhaft etwas tun für bessere und mehr Ausbildung, eine Chance für Menschen am Arbeitsmarkt. Stichwort Brandenburg mit der Stärkung der Verbundausbildung, bei der wir gerade aus dem Handwerk auch immer wieder mitgeteilt bekommen, wie gut das eine Chance wäre, damit wir auch Menschen zusätzlich Möglichkeiten und Wege hin in die Ausbildung ermöglichen können. Das wäre strukturelle Veränderung und nicht nur Krisenmodus, meine Damen und Herren. Denn ich glaube, das ist etwas, wo wir auch hinkommen müssen. Aber dafür brauche ich nicht nur einen Blankoscheck durch die Koalition, dass sie viel Mittel haben und im Zweifelsfalle auch helfen können. Dafür braucht es auch Konzepte. Aber du meine Güte, wo sollen denn diese Konzepte herkommen? Also auf der einen Seite beim Kultusminister, naja, das mit den Konzepten ist da ohnehin etwas ausgeprägt. Und wenn es ein Konzept gibt, dann sind die nur auf dem Papier und werden nicht umgesetzt. Oder der zuständige Minister eigentlich für Ausbildung, also im Sozialministerium. Auch dort ist die Frage von Konzepten und wie wir sie umbekommen, auch so eine Sache. Das haben wir auch in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Also von daher, meine Damen und Herren, ja, es braucht danach nicht nur die Mittel, die dieses Haus Ihnen zur Verfügung stellt, um Ausbildung auch zu unterstützen, voranzutreiben, sondern es braucht auch dort Themen und Ideen, wie, was wir machen wollen und wie wir helfen können. Und ich will Ihnen an zwei konkreten Beispielen sagen, wie ich finde, dass Sie falsche Schwerpunkte setzen. Ich bin froh, dass mein Landkreis entsprechend bei dem Thema Berufseinstiegsbegleitung einfach gesagt hat, bei allen Herausforderungen und Schwierigkeiten am Modell, aber Sie ziehen sich da komplett raus, wo wir jungen Menschen gerade aus dem schwächeren Hauptschulbereich eine Chance geben, in der Ausbildung überhaupt, im Ausbildungsmarkt überhaupt Fuß zu fassen. Ziehen Sie sich als Land raus. Wir wuppen das alleine jetzt mit kommunalen Mitteln als Landkreis, weil wir haben eine Erfolgsquote von zwischen 60% und 70% je Jahrgang. Das ist ein Erfolgsmodell, und Sie lassen es links liegen und tun es nicht. Das ist ein Fehler, meine Damen und Herren. Das zeigt, dass es eben entsprechend nicht um Konzepte geht, sondern Sie könnten handeln, Sie haben das Geld, aber Sie machen es nicht. Da bin ich dann bei
auch bei der Unterstützung für die, die ausbilden, bei den Innungen. Wir waren beim Schornsteinfegerhandwerk dieses Jahr im Sommer auch dabei in der Frage, was bieten die anderen überbetrieblichen Ausbildungen, Herr Präsident, damit dann deutlich wird, wir bieten nicht nur den Betrieben, sondern den Auszubildenden auch das, was wir entsprechend in der beruflichen Unterweisung mit anbieten können. Durch die Corona-Einschränkungen fehlen dort einfach Gelder, weil nicht so viele mehr beschult werden dürfen wie vorher. Und dann fragt man, ja, da wird Ihnen doch jetzt sicherlich geholfen. Wir wollen doch gemeinsam duale Ausbildung stärken. Wissen Sie, was die sagen? Wir rufen es nach Wiesbaden, aber da können wir auch in ein schwarzes Loch reinrufen, weil wir kriegen keine Antwort. Dass das bei CDU-geführten Landesregierungen mit dem schwarzen Loch so eine Sache ist, ja. Aber entsprechend, dass Sie sich da sozusagen tatsächlich der Hilfe verweigern, da nicht wirklich eingreifen, das ist ein eklatanter Fehler. Und meine Damen und Herren, damit zum Abschluss. Wir könnten wirklich an vielen Punkten was hinbekommen, wie wir duale Ausbildung unterstützen, um Menschen eine Chance zu geben. Nicht nur für uns zu Wertschöpfung und Wirtschaft in Hessen, sondern auch um der jungen Menschen selbst willen, weil wir sind eine Gesellschaft, die sich über Arbeit auch mit definiert. Wir als Partei der Arbeit haben ohnehin anderen noch einen intensiveren Zugang dafür. Und deswegen ist es auch um der jungen Menschen selbst willen eine Herausforderung. Wie können wir duale Ausbildung unterstützen. Bei 5 Minuten komme ich beim nächsten Mal dann gerne noch einmal darauf zurück, was man alles wirklich tun kann, wenn man tatsächlich mit deutlich macht, ja, wir brauchen Ausbildung garantiert für alle jungen Menschen. Von daher herzlichen Dank und viel Erfolg all denjenigen, die es geschafft haben, einen Ausbildungsplatz in Hessen zu bekommen. Vielen Dank, Kollege Eckert. Das Wort hat der Abgeordnete Felix Martin. BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als ich in den Landtag gewählt wurde, habe ich gerade eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert. Mit meiner Wahl stand ich also auch vor der Entscheidung, ob ich diese Ausbildung fortführe. Meine Fraktion sagte unisono unbedingt, eine Ausbildung eröffne schließlich Türen und Chancen für ein erfolgreiches Berufsleben. Ich habe dann tatsächlich ein Jahr lang versucht, es gut miteinander zu vereinbaren, die Ausbildung in Teilzeit und das Abgeordnetenmandat. Das hat diverse Schwierigkeiten mit sich gebracht. Das hat viele verständnisvolle Kolleginnen und Kollegen erfordert. Und manchmal fiel es mir auch schwer, diese unterschiedlichen Lebensrealitäten miteinander zu vereinbaren. Morgens Berufsschule in Göttingen, abends Koalitionsverhandlungen in Wiesbaden. Heute kann ich sagen, wie gut, dass ich das gemacht habe, wie gut, dass mein Arbeitgeber mich dabei unterstützt hat, wie gut, dass ich auf meine Fraktion gehört habe. Denn eines steht fest, im Berufsleben ändert sich vieles, aber der Berufsabschluss als Fundament des beruflichen Werdegangs, der bleibt. Dem druckfrischen Bericht Berufsausbildung in Hessen ist zu entnehmen, dass die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in 2019 zum dritten Mal in Folge gestiegen ist. Dennoch besteht in Hessen nach wie vor Bedarf für zusätzliche Ausbildungsplätze. Heute stehen viele Auszubildende und ihre Betriebe vor großen Herausforderungen. Aktuell lässt sich aber noch gar nicht genau sagen, wie groß sie denn sind und in welchem Ausmaß die Corona-Pandemie die Ausbildung beeinträchtigt. Dr. Naas hat gesagt, im Zeitraum Oktober 19 bis August 20 ist die Zahl der gemeldeten Stellen um 3.160 zurückgegangen. Das stimmt. Dazu erwähnen muss man aber auch, dass die Zahl der gemeldeten Bewerber in fast exakt dem gleichen Umfang auch zurückgegangen ist. Hessen hat bereits frühzeitig gehandelt und auch vor Corona zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die die Qualität und Attraktivität der dualen Berufsausbildung stärken. Ab Sommer diesen Jahres fallen für zahlreiche Gesundheitsfachberufe das Schulgeld weg, denn Hessen unterstützt die Fachschulen mit bis zu 5 Millionen Euro jährlich. Im Juni 2019 haben wir hier über gute Rahmenbedingungen der Ausbildung diskutiert und eine Mindestvergütung für Auszubildende auf Bundesebene gefordert. Mit der Azubi-Card erhalten Auszubildende seit 2019 attraktive Vergünstigungen. Mit der praxisintegrierten Ausbildung gibt es seit diesem Jahr eine sehr gute Alternative für Erzieherinnen und Erzieher. Statt Schulgeld zu zahlen, erhalten sie eine Ausbildungsvergütung und erwerben damit auch praktische Kompetenz. Und insbesondere das seit 2018 verfügbare hessenweit gültige Schülerticket ist auch für Auszubildende ein echter Gewinn. Für 1 Euro am Tag sind sie hessenweit mobil. Das ist eine Bereicherung für Mobilität und Klimaschutz und eine Erleichterung für jeden Geldbeutel. Klar ist aber auch, besondere Zeiten erfordern besondere Antworten.
Eine der entscheidenden Maßnahmen zur Sicherung von Ausbildungsstellen ist zweifelsohne die hessische Wirtschaftsförderung. Über 1,8 Milliarden Euro stellt Hessen für den Erhalt der Wirtschaftskraft, zur Belebung der Konjunktur und zur Förderung des nachhaltigen Wachstums bis 2023 bereit. Konkrete Hilfsmaßnahmen sind dabei der Hessen-Kapitalfonds zur Sicherung der Liquidität von Unternehmen, die Mikroliquidität als Darlehensprogramm und der Hessen-Fonds zur Unterstützung mittelständischer Unternehmen in dieser außergewöhnlichen Situation. Gezielt benötigen aber auch Auszubildende selbst unsere besondere Unterstützung, und genau deshalb hat Hessen einen umfangreichen Schutzschirm für Auszubildende gespannt. Damit wollen wir besonders diejenigen unterstützen, die es in der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer haben. Deshalb unterstützt Hessen ab diesem Herbst 1.000 junge Menschen, die sich auf einen Ausbildungsplatz vorbereiten. Gleichzeitig werden Unternehmen akquiriert, die diese jungen Menschen in ein reguläres Ausbildungsverhältnis übernehmen sollen. Dafür stellen wir in diesem Jahr 4,5 und im kommenden Jahr 6,5 Millionen Euro bereit. Bereits Anfang des Jahres hat sich ein breites Bündnis für Ausbildung aus Unternehmensverbänden, Gewerkschaften, Land und vielen weiteren gegründet. In einer gemeinsamen Erklärung appellieren alle Partner an die Betriebe, begonnene Ausbildungen fortzusetzen und sich auch im kommenden Ausbildungsjahr zu engagieren. Hessen hat eine Qualifizierungsoffensive ins Leben gerufen, um den Zugang zur beruflichen Bildung zu erleichtern. Damit werden Betriebe unterstützt, die jungen Menschen eine Chance geben, die maximal den Hauptschulabschluss absolviert haben. Aufgrund der aktuellen Situation wurde die Antragsfrist für dieses Programm auf Ende Oktober verlängert. Im Rahmen der Qualifizierungsoffensive werden außerdem Auszubildende unterstützt, die ihre Berufsausbildung abbrechen, etwa weil ihr Betrieb Insolvenz anmeldet oder teilweise stillgelegt wird. Zusätzlich unterstützt werden ältere Bewerbende und Jugendliche mit erhöhtem Sprachförderbedarf. Kollegin Heitland hat darauf hingewiesen. Es wird deutlich, Hessen ergreift vielfältige Maßnahmen zur Unterstützung von Auszubildenden und Ausbildungsbetrieben. Die FDP fragt, wo ist die Ausbildungsoffensive? Die Antwort lautet, sie ist schon längst da, meine Damen und Herren. Klar ist aber auch, Ausbildungsbetriebe tragen aktuell, aber auch grundsätzlich eine große Verantwortung. In meiner Fraktion hat vor wenigen Tagen Paul seine Berufsausbildung begonnen. In meinem Regionalbüro in Eschwege hat Mihail vor kurzem seine Arbeit als Jahrespraktikant im Rahmen seines Fachabiturs begonnen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass ganz viele Unternehmen mutig vorangehen und trotz dieser außergewöhnlichen Situation die Fachkräfte von morgen ausbilden. Ich kann Ihnen sagen, auch wenn es manchmal schwer ist, es lohnt sich. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Martin. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Janine Wissle, DIE LINKE. Janine, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, gerade begann das neue Ausbildungsjahr, und wir müssen feststellen, die Corona-Krise verschärft die ohnehin nicht gerade rosige Lage auf dem Ausbildungsmarkt ganz erheblich. Es gibt deutschlandweit weniger Ausbildungsstellen als im Vorjahr, etwa 8%. Das ist der Stand Ende Juli. Und in Hessen liegt die Zahl sogar noch etwas höher. Hier gab es Ende Juni sogar 10% weniger. Das heißt also, die Corona-Krise verschärft die ohnehin sinkende Ausbildungsbereitschaft. Denn die Zahl der Betriebe, die ausbilden, ist im vergangenen Jahr nochmals gesunken. Sie liegt jetzt bei 19%. Das heißt also 19% in Hessen, das heißt weniger als ein Fünftel aller Betriebe bilden aus. Und da muss ich schon fragen, Frau Heidkamp, Sie haben von einer hohen Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen gesprochen. Ich empfehle Ihnen diese Publikation der Landesregierung. Das ist die Publikation. Sie haben sie. Ich weiß nicht, ob Sie sie gelesen haben. Aber da ist drinnen vermerkt, nur weil Sie von einer hohen Ausbildungsbereitschaft gesprochen haben, dass im Vergleich zum Jahr 2010 die Anzahl der hessischen Ausbildungsbetriebe insgesamt um etwa 8% gesunken ist. Und es wird ja auch vermerkt, dass wir weiter auch einen Mangel an Ausbildungsplätzen haben. Ich weiß nicht genau, was Sie unter hoher Ausbildungsbereitschaft verstehen, aber ein Sinken von 8% würde ich nicht unter hoher Ausbildungsbereitschaft sehen, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, wir haben ein Riesenproblem, wenn nur noch ein Fünftel aller Unternehmen überhaupt ausbilden, meine Damen und Herren. Und dieser Trend droht sich weiter zu verschärfen. Und ja, wir haben teilweise wirklich ein Nebeneinander von Fachkräftemangel, über den gesprochen wird, und gleichzeitig zu wenig Ausbildungsstellen. Fast 15.000 junge Menschen sind in Hessen noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Und wenn jetzt die Menschen dazukommen, die noch ihren Ausbildungsplatz verlieren,
durch Corona und quasi ein Stau entsteht, dann wird das die sozialen Ungerechtigkeiten natürlich noch verschärfen. Und wir wissen doch, wer die Jugendlichen sind, die auf dem Ausbildungsmarkt besonders benachteiligt sind. Es sind die Jugendlichen mit Hauptschulabschluss, es sind Jugendliche mit Migrationsgeschichte, die oft besonders schwer haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Und auch wer einen Ausbildungsplatz hat, hängt ja häufig in der Luft. Und das, auch das verschärft sich durch Corona. Fast 40% der Auszubildenden wissen im ersten Ausbildungsjahr noch nicht, ob sie überhaupt übernommen werden von ihrem Betrieb. Und 30% der, die übernommen werden, bekommen nur einen befristeten Vertrag. Das sind jetzt schon, ist jetzt schon die Situation ohne Corona. Und die Lage der Auszubildenden und der potenziellen Auszubildenden ist damit also in Corona-Zeiten prekärer als zuvor. Die Krise verschärft die bereits existierenden Probleme. Und das betrifft natürlich einige Branchen ganz besonders. Und deswegen ist auch klar, dass das Land hier handeln muss. Die Unternehmen müssen unterstützt werden, ihre Ausbildungsplätze zu halten. Da ist natürlich der wichtigste Schutz, die Unternehmen vor der Pleite zu bewahren. Und das gilt ganz besonders für Branchen wie die wie der Veranstaltungsbereich, der Kulturbereich, aber auch die Reisebüros, die Reisebranche, die Gastronomie, weil die Soforthilfen aus dem Frühjahr sind in vielen Bereichen längst aufgezehrt. Und deswegen sind Bund und Landesregierung jetzt aufgefordert, alles dazu zu tun, ein Ausbildungsdesaster zu verhindern, weil diese Krise darf nicht auf Kosten der jungen Menschen gehen, die in einer Berufsausbildung sind oder eine machen möchten, meine Damen und Herren. Und auch die Berufsschulen im Übrigen müssen krisenfest gemacht werden. Auch was die Ausstattung von Berufsschulen angeht, haben wir hier eine ganze Menge Nachholbedarf. Das System der dualen Ausbildung zu stärken, bedeutet auch, hier eine stärkere Gerechtigkeit reinzubringen. Ich habe das eben gesagt, ein Fünftel der Betriebe bilden aus, nicht mal ein Fünftel, der Rest macht sich einen schlanken Fuß. Und da finde ich, ist die gewerkschaftliche Forderung nach einer Ausbildungsplatzumlage, nämlich, dass die, die sich aus der Verantwortung ziehen, sich wenigstens finanziell beteiligen, diese Forderung ist nicht überholt. Ich finde die gerade in der Krise besonders wichtig, in der Krise, damit man eben auch Unternehmen unterstützen kann, die grundsätzlich ausbilden wollen, aber die jetzt in eine wirtschaftliche Schieflage gekommen sind, dass sie Ausbildung überhaupt nicht mehr anbieten können. Auch hier, finde ich, brauchen wir eine Gerechtigkeit, dass Lasten fair verteilt werden und der Ausbildungsmarkt viel krisensicher gemacht wird, meine Damen und Herren. Und natürlich muss man auch sehen, dass die ganze Frage der Übergangssysteme, der sogenannten Warteschleifen, das ist für viele Jugendliche natürlich eine Sackgasse. Wir haben eine ganze Menge Jugendliche, die nach wie vor aus dem System rausfallen, die keinen Ausbildungsplatz finden, die dann aber auch nicht irgendwann eine Ausbildung machen, sondern die einfach als Ungelernte in Niedriglohnbereiche gehen. Und auch diese Jugendlichen kann man auch in dem Bericht nachlesen. Das sind nämlich nicht wenige in Hessen. Die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Ich will noch eins hinzufügen, nämlich, dass die Krise auch kein Vorwand sein darf, seine Ausbildungsaktivitäten ohne Not zu reduzieren. Das gilt insbesondere für Betriebe und Konzerne, die Staatshilfe bekommen haben. Diese Staatshilfe muss gebunden sein an Beschäftigungssicherung. Das gilt auch für die Sicherung der betrieblichen Ausbildung, meine Damen und Herren. Und deshalb, ich komme zum Schluss, die aktuellen und die angehenden Auszubildenden und auch deren Betriebe brauchen dringend Hilfe, dass die Ausbildung fortgesetzt werden kann. Und wenn Unternehmen dabei Schwierigkeiten haben, dann sind solche Fragen wie Ausbildungsboni für Unternehmen, die Ausbildungsplätze aus Insolvenz, Auszubildende aus Insolvenzbetrieben übernehmen, eine richtige Forderung. Und in diesem Sinne wünschen wir allen, die gerade eine Ausbildung beginnen, in diesen schwierigen Zeiten alles Gute. Und ich denke, Politik und Wirtschaft sind jetzt aufgefordert, möglichst viele Steine aus dem Weg zu räumen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Tarek, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielleicht drei Punkte. Erstens, wo kommen wir her? Zweitens, wo stehen wir? Und drittens, wo geht der Weg hin? Wo kommen wir her? Es ist aus dem Berufsbildungsbericht zitiert worden, der dieser Tage in Ihren Fächern lag. Wir kommen aus einer sehr erfolgreichen Phase. 2019 war das dritte Jahr in Folge, wo wir mehr abgeschlossene Ausbildungsverträge hatten. Das ist beileibe nicht in jedem Bundesland so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das zeigt, dass wir sehr erfolgreich waren in den letzten Jahren. Zweitens, wo stehen wir?
Wir haben die größte Wirtschaftskrise im zweiten Quartal seit dem Bestehen des Landes Hessen. Und das schlägt sich logischerweise auch auf den Ausbildungsmarkt nieder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ausbildungsbetriebe zögern, Jugendliche sind verunsichert, die Messen, die Vermittlungsaktionen haben nicht stattgefunden während des Lockdowns. Und deswegen haben wir momentan weniger gemeldete Berufsausbildungsstellen. Wir haben weniger gemeldete Bewerberinnen und Bewerber. Und der Stichtag 31.8. sagt uns, dass wir einen Rückgang neu abgeschlossener Ausbildungsverträge zum Stichtag 31.8. von 14% im Bereich der Handwerkskammern und fast 16% im Bereich der Industrie- und Handelskammern haben. Aber wir rechnen auch damit, die Kammern rechnen auch damit, dass es dieses Jahr Nachholeffekte gibt, schlicht, dass Verträge später abgeschlossen werden wegen der Zeit, die wir im April und Mai verloren haben. Also der Nachvermittlung kommt in diesem Jahr eine ganz besonders große Bedeutung zu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da sind auch alle mit Hochdruck dran. Und ich bedanke mich bei allen, die jetzt momentan in dieser Stunde daran arbeiten, dass man eine Nachvermittlung bekommt. Die geht bis Ende des Jahres dieses Jahr, damit wir mehr Verträge noch bekommen, als wir sie momentan haben. Und es gibt Bundes- und Landesprogramme. Und da Sie ja explizit nach der Ausbildungsoffensive gefragt haben, Herr Dr. Naas, will ich Ihnen sagen, die findet gerade statt. Es kann sein, dass Sie das nicht wahrnehmen, aber sie findet gerade real statt. Wir haben als Landesregierung ganz am Anfang der Pandemie sofort alle Partnerinnen und Partner des Bündnisses für Ausbildung zusammengerufen. Wir haben eine Erklärung verabschiedet, jeder an seinem Bereich. Jeder in seinem Bereich arbeitet daran. Das geht von den Kammern über die Bundesagentur, über die kommunalen Spitzenverbände bis hin zu den Berufsverbänden und den Gewerkschaften, dass wir an jedem Ort alles dafür tun, dass genau diese Generation Corona dieses Jahr nicht entsteht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch schaffen können, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Wir haben, Stichwort Information, das Mediabudget der Ausbildungskampagne A zu B erhöht. Wir haben in verschiedenen Bereichen, Stichwort Social Media Post, Ausbildungsreporter, Influencer mit allem, was dazugehört, Wege gesucht, die vielleicht nicht Herrn Dr. Naas erreichen, aber diejenigen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Wir haben als Kultus- und Wirtschaftsministerium gemeinsam mit der Bundesagentur die Schulabgänger vor den Sommerferien schriftlich angeschrieben, direkt noch einmal appelliert, die Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten zu suchen und sich Ausbildungssuchen zu melden. Ich habe sehr früh mit Hubertus Heil gesprochen und gefragt, was der Bund macht. Ich will an dieser Stelle sagen, der Bund, Herr Kollege Dr. Naas, der macht keine Gießkanne. Der Bund sagt, dass die 2.000 bzw. 3.000 Euro, die man bekommt, wenn man einen Ausbildungsplatz jetzt wieder besetzt oder sogar die Ausbildungsbereitschaft steigert in den Betrieben, erst dann sein kann, wenn der Betrieb mindestens einen Monat in Kurzarbeit war, wenn er in April und Mai 60% Umsatzausfall hatte oder jetzt noch zumindest 50% in Kurzarbeit ist, dann werden auch 75% der Ausbildungsvergütung übernommen. Und ich bleibe dabei, das ist viel Geld, das da mobilisiert wird, für die Betriebe, die in Not sind, nicht Gießkanne. Aber es wäre einfach Unfug, wenn wir jetzt aus Landesmitteln in diesem Bereich, wo schon viel Geld ausgegeben wird, einfach noch etwas drauflegen. Das wäre schlicht Geld verbrannt, das wir an anderen Stellen sinnvoller einsetzen wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wo machen wir das? Wir machen das, indem wir beispielsweise die Haushaltsmittel für das Hauptschülerprogramm aufgestockt haben und die Antragsfristen zweimal verlängert haben, zunächst zum 31.07., jetzt bis zum 31.10. Und es ist so, das ist immer so, dass in einer solchen Krise diejenigen, die die schlechtesten Zugangsvoraussetzungen haben, am härtesten getroffen sind. Deswegen ist es richtig, an dieser Stelle diejenigen mit einem Hauptschulabschluss besonders zu fördern. Das ist nämlich die Gruppe, die am größten in der Gefahr ist, zur Generation Corona zu werden. Deswegen legen wir da ein besonderes Augenmerk drauf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben das Förderprogramm Ausbildungsplatzförderung. Wir arbeiten an Nachvermittlung und Nachmeldung. Wir sind dabei, an einem Förderprogramm zur Verbundausbildung zu arbeiten, gemeinsam mit denen, die ein solches Programm anbieten würden, Stichwort Kammern und Co. Wir sind bei der Frage, wie das sein soll, sehr kurz davor
zu einem Abschluss zu kommen, wenn ich das einmal so sagen darf. Und auch da werden Sie in den nächsten Wochen hören, wie es da weitergeht, weil wir sicher sind, dass es ein paar geben wird, die in diesen Verwerfungen, die wir in diesem Ausbildungsjahr sehen, eben keinen Platz bekommen. Und da müssen wir besonders helfen. Und ich will das noch einmal ausdrücklich sagen, manche Sachen der Bundesprogramme finden wir auch nicht gut. Sie haben eine zu kurze Laufzeit aus unserer Sicht. Und deswegen haben wir uns gemeinsam mit den Partnern im Bündnis für Ausbildung besprochen, dass wir das anders machen. Das heißt, unsere Programme laufen auch im Ausbildungsjahr 2021/22, weil wir sicher sind, dass es dann auch gewisse Nachwirkungen geben wird und so den Kreis der Förderberechtigten ausweiten wollen. Das Sozialministerium hat aus dem Sondervermögen den Schutzschirm für Auszubildende beantragt. Den haben, wenn ich es richtig im Kopf bin, ist der schon im Haushaltsausschuss. Herr Minister, denkst du an die Redezeit? Komme zum Schluss, Herr Präsident. Also auch da sind wir dabei. Dank des Sondervermögens, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, ist das Land da auch handlungsfähig. Das heißt, Sie sehen, es ist viel passiert, es wird weiter viel passieren. Wir arbeiten mit unseren Partnern, mit Kammern, Wirtschaft, Gewerkschaften, Kommunen daran, dass es eben genau eine solche Generation Corona nicht gibt. Und ansonsten kann ich Ihnen sagen, ich war ja lange im Rundfunkrat, ist jetzt schon etwas länger her, aber der damalige Intendant, wenn sich irgendjemand beschwerte, dass über irgendetwas nicht berichtet worden sei, hat immer den schönen Satz gesagt, nur weil Sie es nicht gehört oder gesehen haben, heißt es nicht, dass wir es nicht gesendet haben. Und deswegen, lieber Herr Kollege Dr. Naas, ich sehe, nur weil Sie es nicht mitbekommen haben, heißt es nicht, dass die Ausbildungsoffensive nicht stattfindet. Wir arbeiten weiter dran und das hoffentlich erfolgreich im Sinne der jungen Menschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Wir sind am Ende der Aussprache. Bevor wir zur Abstimmung über den Antrag kommen, hat ein Kollege vorhin sich besorgt geäußert, wir hätten am Anfang die Beschlussfähigkeit nicht festgestellt. Das haben wir natürlich gemacht. Das haben wir, ja, bitte. Bitte. Ja, jetzt sind wir langsam. Die Beschlussfähigkeit können wir nicht in den Ausschuss überweisen. Ich will deshalb noch einmal das ausdrücklich festhalten, dass das Haus beschlussfähig ist. Sonst wäre ich ja gar nicht hier oben. Sonst wollen wir auch mal festhalten. So, jetzt ist gebeten worden, der Antrag soll in den Ausschuss. FDP, hat keiner was dagegen. Also ein Dummer in den Ausschuss, ist Ruhe. Gut, dann hätten wir den Punkt beendet.